Word ist die Schreibmaschine von Microsoft. Wie starte ich Word? Mein Name ist Birmin Lehner. Ich sehe hier nirgends ein blaues W, also muss ich es zuerst suchen. Ich suche es hier bei der Lupe, klicke auf die Lupe. Es erscheint hier ein Suchfenster. Ich schreibe hier hinein Word und sehe sofort, ah, auf meinem PC ist das Word 2016 installiert. Ich könnte das nun hier klicken einmal oder ich mache einen Rechtsklick darauf und sage, ich hätte gerne dieses Programm an der Taskleiste angeheftet. Dann, ich mache das nun einmal, dann erscheint es hier unten und bleibt auch hier unten. Wenn ich hier auf den Desktop klicke, verschwindet dieses Fenster wieder. Und ich könnte nun Word starten. Ich kann dieses Word-Symbol auch packen und hier dort einordnen, wo ich das gerne hätte. Ich lasse das wieder los und starte nun Word mit einem Klick. Wenn Sie Word starten, erscheint immer zuerst eine leere Papierseite. Die hat leider nicht ganz Platz auf dem Bildschirm, aber wenn Sie die Ctrl-Taste gedrückt halten und am Mausrad drehen, dann erhalten Sie einen Überblick über das A4-Papier oder immer noch die Ctrl-Taste gedrückt halten, in die andere Richtung rollen an der Maus. Jetzt sehe ich das Papier größer. Das heißt aber nicht, dass am Schluss das Papier größer ausgedruckt wird. Das ist nur die Ansicht auf dem Bildschirm. Das war's.